Leute, was geht? Freunde, heute habe ich wieder etwas für euch und zwar 10 Spielzeuge, die sich vor laufender Kamera bewegt haben. Leute, ihr habt richtig gehört. Wir schauen uns das auf dem Kanal von Weise Eule an und zwar starten wir direkt in der Mitte des Videos. Die Top 10 werden wir uns anschauen, Freunde. War das Video ziemlich lang, aber wenn ihr den zweiten Part haben wollt, dann schreibt Spielzeug in die Kommentare und dann reagieren wir auch auf die anderen 10. Also Leute, let's go mit dem Video. Zu einem neuen Video. Jeder hat in seiner Kindheit mit Spielzeug gespielt. Auf den ersten Blick mag es unschuldig erscheinen, aber wusstest du, dass es Momente gibt, in denen genau dieses Spielzeug eine dunkle Seite offenbart? Teddybären, die sich plötzlich bewegen, Puppen, die dir mit stechenden Augen zu folgen scheinen und Spielzeuge, die aus dem Nichts eine geisterhafte Melodie spielen. Heute zeigen wir euch 20 Spielzeuge, die sich vor der Kamera bewegt haben. Das ist super gruselig, Leute. Aber wir schauen jetzt mal in die Top 10. Nummer 10. Okay, let's go. Dieser scheinbar unschuldige Zauberstab in rosa Farbe und in Form einer Blume verspricht Kindern schöne Musik, Magie und Feen. Okay. Doch hinter seinem trügerischen Äußeren verbirgt sich ein wahrhaft erschreckendes Geheimnis. Wenn man es wagt, die silberne Folie abzuziehen, kommt bei näherer Betrachtung ein schockierendes Bild zum Vorschein. Ein weiteres Stück Folie... What? Man sieht das, wenn man die Folie abmacht? Wer hat sich das ausgedacht? Ja, am Ende des Zauberstabs enthüllt das Bild eines Mädchens mit roten Augen und einem finsteren Gesichtsausdruck, der ein Gefühl von purer Bosheit hervorruft. Das Bizarre an diesem Spielzeug ist, dass es früher leicht in Billigläden erhältlich war. Aber das war nicht der einzige Vorfall mit diesem Spielzeug. Mehrere Leute berichteten, dass sie das gleiche Bild in ihren Spielzeugen gefunden haben. Leider konnten wir keine weiteren Informationen darüber finden, was... Und das leuchtet und flackert. Wie gruselig ist das bitte? Als nächstes geschah. Aber hoffen wir, dass dieses Spielzeug zumindest mal vom Markt genommen wurde. Ja, safe. Nummer 9. Alter. Erinnert sich jemand an die Szene in Toy Story, in der alle Spielzeuge im Laden zum Leben erwachen? Abgesehen davon, dass sie in Andys Zimmer zum Leben erweckt werden. Da fragt man sich, ob im echten Leben auch unbelebtes Spielzeug zum Leben erwacht, wenn es denkt, dass wir nicht hinschauen. Also wenn wir jetzt sehen, dass ein Spielzeug sich in einem Laden vor laufender Kamera bewegt, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Dieses Mädchen stolperte zufällig über etwas Seltsames, als sie in der Spielzeugabteilung nach Toy Story Spielzeug suchte. Aber was sie fand, waren Spielzeuge, die ihren eigenen Willen haben. Wir können sehen, dass die Spielzeuge sich von selbst einschalten und sich aus dem Nichts heraus bewegen können. Aber weißt du, was an diesen Spielzeugen seltsam war? Jedes Mal, wenn sie sich den Spielzeugen näherte, wurden sie aktiv, machten Geräusche und schienen besessen zu sein. Glaubst du, dass alle Spielzeuge in diesem Laden besessen waren? Oder ist es ein Geist, der die Spielzeuge in Bewegung setzt? Was denkst du? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Ich meine, es ist schon gruselig, ja, das kann man definitiv sagen. Aber es gab ja, das ist jetzt aber nicht bei dem Spielzeug so, es gab, soweit ich das in Polen, das war noch so bei meinem Onkel, Tante, jetzt wieder Kindheitsgeschichten von IDZOG, ihr liebt das natürlich, also Leute. Ich war mal in Polen, da war ich noch ein kleines Kind, ich glaube 4, 5, 6 Jahre alt, da waren wir noch nicht zur Kommunion gewesen und das war so zur Osterzeit. Das Zimmer, was jetzt deren Wohnzimmer ist, war früher das Gästezimmer. Das heißt, man war da gefühlt fast nie drin in diesem Gästezimmer und wenn ich da reingehe, war da dann so eine Hexe, die da aufgehangen war und im Schrank stand. Wenn du dich dieser Hexe genähert hast oder ein etwas lauteres Geräusch gemacht hast, hat die plötzlich rote Augen geblinkt und hat so ein Geräusch gemacht und das war halt so einprogrammiert. Das heißt, auf Bewegung und auf Geräusche hat die reagiert. Und ich frage mich, wer holt sich sowas? Es ist ja übelst gruselig, wir haben auch kein Halloween gehabt oder es war ein Halloween, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, es gibt solche Spielzeuge, die auf Bewegung und auf Geräusche reagieren. Und das kann halt hier passiert sein. Nummer 8. Es war super gruselig. Eine gruselige Puppe wurde eines Tages über den MRT-Gleisen an der MRT-Station Dhoby Ghaut in Singapur entdeckt. Ein Twitter-Nutzer namens Ashley So teilte Fotos der unheimlichen Puppe, die die Aufmerksamkeit von Tausenden von Menschen erregten. Die Puppe trug ein übergroßes Outfit und hatte erschreckend große Augen. Leute, zoom mal drauf. Die sieht aus wie Poppy Playtime. Von Poppy Playtime. Ashley bat ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, für sie zu beten, weil sie das Gefühl hatte, dass sie von der mysteriösen Puppe verflucht worden sein könnte. Spekulationen und Theorien begannen zu kursieren. Einige meinten, es könnte sich um einen Streich handeln, während andere die Möglichkeit einer übernatürlichen Verwicklung in Betracht zogen. Unabhängig davon, woher die Puppe kam, war ihre Anwesenheit unbestreitbar beunruhigend und viele fragten sich, wer oder was sie dort platziert hatte.
Einige Leute behaupteten, sie hätten sogar gesehen, wie sich die Puppe bewegte, als sie nachts an ihr vorbeiging. Und es gab auch Leute, die sich in der Nähe der Puppe aufgehalten hatten und Wochen später plötzlich viel Unglück erlebten. Als Reaktion auf die Besorgnis der Öffentlichkeit wurde schließlich beschlossen, die Puppe von dem Ort zu entfernen. Dann wurde eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wie die Spukpuppe überhaupt dorthin gelangt war. Ja, ist gruselig. Wir machen weiter. Nummer 7. Der singende Louis Armstrong ist ein Sammlerstück, das dem legendären Jazzmusiker Louis Armstrong nachempfunden ist. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeführt und zeichnet sich dadurch aus, dass sie Ausschnitte aus Armstrongs berühmten Liedern wie What a Wonderful World spielen kann. Oh, es war so ein schönes Lied. Ach, was heißt, es war so ein schönes Lied? Es ist ein unglaublich schönes Lied. Die Puppe enthält einen Mechanismus, der oft mit einem Knopf oder einem Aufziehschlüssel aktiviert wird und so Spielzeug und musikalischen Tribut miteinander verbindet. Laut verschiedenen Personen... Alter, das sieht schon gruselig aus, wenn so ein Riesenkopf sich bewegt und dann Musik macht und dann dich mit diesem Grinsen anguckt. Die Puppe gekauft haben, verfügt sie aber auch über besessene Eigenschaften. Die merkwürdige Puppe in diesem Video wurde vor einigen Jahren von einem Stiefvater als Scherz an eine Familie verschenkt. Auf den ersten Blick war klar, dass sie etwas Beunruhigendes an sich hatte. Als die Batterien schwächer wurden, zeigte sich der wahre Schrecken der Puppe. Statt der üblichen unschuldigen Begrüßung gab sie ein furchterregendes Zischen von sich, als ob sie von einer unerklärlichen Kraft besessen wäre. Um die unheimliche Natur dieser Erfahrungen zu unterstreichen, berichtete eine andere Person von ihrer eigenen gruseligen Begegnung mit der Puppe. Diese Person erzählte, dass sie die singende Louis Armstrong-Puppe ursprünglich als Geschenk erhalten hatte. Durch eine Laune des Schicksals schien sie jedoch vom Satan besessen zu sein und erfüllte ihre Nächte mit Angst und Paranoia. Die Puppe wurde in einem Schrank verstaut, um ihren starren Plastikaugen und möglichen dunklen Absichten zu entgehen. Diese Puppe sieht so unglaublich gruselig aus. Wer hat sich dabei was gedacht? Die erste Barbie-Puppe wurde 1959 von dem amerikanischen Spielzeughersteller Mattel eingeführt. Sie wurde von Ruth Handler erdacht, die sich von einer deutschen Puppe namens Bild-Lilly inspirieren ließ. Ruth sah, dass ihre Tochter oft mit Papierpuppen Rollenspiele mit Erwachsenen machte und entwarf schließlich eine dreidimensionale Version einer erwachsenen Puppe, die sie nach ihrer Tochter Barbie nannte. Barbie wurde schnell ein großer Erfolg und ist seitdem eine Ikone in der Welt des Spielzeugs. Viele kleine Mädchen haben mehr als eine Barbie, verkleiden sie nach Belieben, spielen mit ihnen und lassen sie interagieren, als wären sie echte Menschen. jetzt denkt euch, Alter, ich bin so geisteskrank. Meine Schwester hatte früher Barbie-Puppen, was hab ich gemacht? Arme ab, Beine ab. Wer hat das nicht gemacht? Es war so schwer, die wieder reinzusetzen. Aber für dieses kleine Mädchen wurde es ein bisschen zu real. Was als normales, lustiges Video begann, in dem sie ihre Barbies vorstellte, wurde zu einem Horrorfilm. Sie hält zwei Barbies in der Hand, als eine der Barbies in ihrer linken Hand plötzlich ihren Kopf bewegt. Das kleine Mädchen schreit entsetzt auf und wirft die Barbie geschockt weg. Wenn du Videos wie dieses siehst, fragst du dich, ob es wirklich möglich ist, dass Puppen besessen... Jetzt gucke ich, Achtung. So, sie macht Handbewegung. So. Der Kopf bewegt sich. Hat dann gebremst. Aber es sieht schon krass anders aus. Das sieht schon sehr ungewöhnlich aus. Glaubst du, dass das möglich sein könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 5. Das ist absolut gruselig. Jeder hat diese Erfahrung schon einmal gemacht. Du bist in deinem Zimmer, das Licht ist aus und du hast das Gefühl, dass eine Person bei dir im Raum ist. Aber was mit der nächsten Person passiert ist, ist wirklich unheimlich. In der Ecke des Zimmers steht eine Puppe und kurz bevor das Video endet, bewegt sich die Puppe von alleine. Die Person hat sich zwar ziemlich erschrocken, aber sie hat das Ereignis als einen Trick des Lichts oder das Umfallen der Puppe abgetan. Später erzählte sie jedoch, dass sie ein ähnliches Ereignis erlebt hatte, bei dem sich die Puppe ebenfalls von selbst bewegte. Wo ist hier eine Puppe? Ist das dieser Schatten? Das sieht aus wie Venom. Oder ist das das Gesicht? Hier sind die Haare. Die Person, die den Moment gefilmt hat, behauptete, dass sie durch TikTok gescrollt hat, als sie plötzlich sah, dass sich etwas in ihrem Blickfeld bewegte. Die Puppe in der Zimmerecke wird auch immer gruseliger, je länger du sie ansiehst. Findest du nicht auch? Wo ist das eine Puppe? Ich erkenne... Oh, hier sieht man, da bewegt sich was. Seht ihr? Da, die Haare. Ist das ein Kamerarauschen? Es könnte ein Filter sein. Ne?
Nummer 4. Schwierig zu analysieren, Leute. Ganz schwierig. Es ist allgemein bekannt, dass Gegenstände, die sich von alleine bewegen, von einer übernatürlichen Kraft besessen sein können. Jo, nennt sich Batterien und Fernbedienung. Aber eine andere bekannte Wahrheit ist, dass es noch viel gruseliger wird, wenn all diese übernatürlichen Aktivitäten in der Nähe eines Kindes stattfinden. Okay. Dieser kleine Junge hat viel Spaß mit seinem kleinen Spielzeug, das er fröhlich hin und her bewegt und mit dem er einfach nur spielt. Unheimlicherweise bewegt sich das Spielzeug jedoch alle paar Sekunden von selbst, als ob es versuchen würde, von dem Jungen wegzukriechen. Zum Glück scheint das arme Kind nicht zu bemerken, was jedes Mal passiert. Könnte dies einer der vielen Fälle sein, in denen Gegenstände einen eigenen Willen zu haben scheinen und eine seltsame Energie besitzen? Einige Leute in den Kommentaren vermuten, dass das Kind vielleicht Telekinese hat. Telekinese ist die Fähigkeit, Gegenstände ohne physische Interaktion mit dem Geist zu bewegen. Ist das eine Möglichkeit, wenn du dieses Video siehst, oder hast du eine andere Erklärung für die Bewegungen des Spielzeugs? Wow, das bewegt sich jetzt aber echt, echt auffällig direkt zu ihm. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, dass das Ding einen Vibrationsmotor hat und deswegen, ihr kennt das ja, wenn ihr ein Handy habt und es liegt auf dem Tisch und es ist so ganz leicht angewinkelt, dann bewegt sich das und dann bewegt sich das, es dreht sich so leicht. Ihr kennt das, wenn das Handy sich so leicht dreht. Dachte ich, dass das das auch hat, aber so schnell, wie sich das gerade hier bewegt hat, Leute. Wenn du hier, guck mal, wie das Ding sich... Video siehst, oder hast du eine andere Erklärung für die Bewegungen des... Zack, Alter, so mit mehreren Schwüngen gleichzeitig. Spielzeugs. Das Ding hat jetzt aber keine Reifen unter sich, oder? Ist das ein Stern, ist das ein Millennium Falcon Spielzeug? Von Star Wars? Ist das eine Möglichkeit, wenn du dieses... Das sieht hart nach Millennium Falcon Spielzeug aus, oder? Na? Oder? So ein bisschen? Wenn du dieses Video siehst, oder hast du eine andere Erklärung für die Bewegungen des Spielzeugs? Den Jungen juckt Nummer 3. Ihn juckt es nicht. Five Nights at Freddy's ist ein beliebtes Horrorspiel, das von Scott Cawthon entwickelt wurde. In dem Spiel arbeitet der Spieler als Nachtwächter in einer Pizzeria, in der nachts animierte animatronische Figuren in böser Absicht zum Leben erwachen. Neben der großen Beliebtheit der Five Nights at Freddy's Spiele hat sich das Franchise auch auf verschiedene Merchandise-Artikel ausgeweitet, darunter Spielzeugpuppen. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Größen, von kleinen Plüschtieren bis hin zu größeren, detaillierteren Figuren. In diesem Video scheint sich eine Figur ohne sichtbaren Mechanismus oder externe Hilfe von selbst zu bewegen. Das ist aber keine Five Nights at Freddy's Figur. Das ist keine Five Nights at Freddy's Figur. Oder? Oder ist es das? Links ist Chica oder ist es Chica? Ich weiß nicht. Aber ich höre dich schon denken. Sie hat wahrscheinlich einen Magneten oder Batterien, die sie in Bewegung setzen, oder? Nun, nein. Die Person hat ein weiteres Video hochgeladen, das zeigt, dass die Figur weder Batterien noch Magnete in ihrem Körper hat. Es ist also ziemlich unheimlich, wie das Spielzeug über den Tisch gleitet, angetrieben von einer unsichtbaren Kraft. Was dieses Phänomen noch faszinierender macht, ist die Tatsache, dass andere Puppen ähnlicher Art vollkommen ruhig bleiben. Was würdest du tun, wenn du plötzlich auf deinen Tisch schaust und dein Spielzeug siehst, das sich fröhlich über die Oberfläche bewegt? Würdest du das Spielzeug wegwerfen? Leute, ich hab's exposed. Der Tisch ist unter Vibrationen gesetzt. Würde ich jetzt mal schätzen. Da ist locker. Ihr kennt doch diese, kennt ihr diese Muskeldämpfer, diese mit denen ihr Muskelfaszien und so massieren könnt. Wenn man das unter den Tisch macht und den Tisch, wie es in der Kamera aussieht, anwinkelt und dann noch die Füße ein bisschen einölt, dann kann es sein, dass sie sich von selbst bewegt. Warum das bei den anderen nicht so ist, erkläre ich euch. Und zwar sieht es so aus, als wäre diese Figur, naja, die ist jetzt sehr ähnlich zu ihr, vielleicht, weil diese Stelle mehr Grip hat als das hier. Und der hier ist auf vier Beinen. Oder stehen lassen. Nummer 2. In der riesigen Welt von Toy Story, wo die Fantasie zum Leben erwacht, gibt es einen bemerkenswerten Spielzeugdinosaurier, der sich ungewollt im Reich des Übernatürlichen wiederfindet. Dieser Spielzeugdinosaurier ist Teil eines Sets, das von den beliebten Pixar-Filmen inspiriert wurde, der für seine Charaktere und mitreißenden Abenteuer bekannt ist. Das Dinosaurier-Spielzeug in diesem Video sitzt auf einem Regal und besticht durch seine leuchtenden Farben und komplizierten Details. Es ist schon ein gruseliger Gedanke, dass ein so unschuldiges Spielzeug plötzlich zum Leben erwachen könnte. Das Dinosaurier-Spielzeug wurde mit der Kamera eingefangen und dreht seinen Kopf, als ob es von einer unsichtbaren Kraft manipuliert wurde. Die anderen Toy Story-Figuren im Regal bleiben jedoch unbeweglich. In der Welt der Animationsfilme erwachen die Spielzeuge oft zum Leben, wenn die Menschen abwesend sind und ihre eigenen Abenteuer erleben.
Doch hier sehen wir ein Spielzeug, das sich eigentlich nicht bewegen sollte, und es ist ziemlich beunruhigend, dass es im echten Leben übernatürliche Kräfte zu haben scheint. Ich würde dieses Video gerne analysieren, wenn es länger laufen würde, weil ich kann mir Folgendes vorstellen, dass vielleicht möglich ist, dass sie den Kopf öffnet und dann sackt dieser Kopf ja zusammen mit der Zeit. Und jetzt hat sie mit dem Video oder der diese Person gemacht hat, dann immer vor und zurück gespult, dass es aussieht, als würde der den Kopf die ganze Zeit bewegen. Ich hätte das Ganze feststellen können, wenn man hier sehen würde, dass sich irgendwas bewegt, aber das ist so schwer. Es bleibt ein Mysterium. Es bleibt ein Mysterium. Nummer 1. Platz 1, komm. Das Ouija-Brett, das oft als Mittel zur Kommunikation mit der Geisterwelt dargestellt wird, hat eine lange Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert reicht. Obwohl es ursprünglich als Gesellschaftsspiel eingeführt wurde, behaupten viele, dass es tatsächlich als Portal für übernatürliche Wesenheiten dienen kann. Es gibt zahlreiche Berichte von Spielern, die beunruhigende Erfahrungen mit bösartigen Geistern gemacht haben, nachdem sie mit dem Spielbrett interagiert haben. In diesem Video scheint der Bär, der hinter den Jungen auf dem Regal steht, besessen zu sein, nachdem sie das Ouija-Brett benutzt haben. Sie hatten Langeweile und beschlossen, ihr altes Ouija-Brett herauszuholen, um den Geistern einige Fragen zu stellen. Nach ein paar Augenblicken scheint es, als würde der Bär zum Leben erwachen. Er bewegt seinen Kopf, schaut sich um und beginnt sogar seinen Körper leicht zu bewegen. Oh mein Gott! In diesem Moment spüren die Jungs eine seltsame Energie im Raum. Erschrocken heben sie den Bären auf, finden aber nichts Ungewöhnliches an ihm. Sie legen ihn wieder hin und obwohl die Bewegungen vorübergehend aufhören, gibt es keinen Zweifel daran, dass der Teddybär gerade besessen war. Was ist dein Lieblingsspielzeug? Das ist super gruselig mit dem Teddybär. Es ist möglich. Ich sag's euch Real Talk, ich denke, das ist möglich. Ich denke, das ist möglich. Und ich lüge euch hier nicht an, das meine ich ernst. Also seid vorsichtig, Freunde. Wie könnt ihr euch schützen? Mit einem heiligen Like auf dieses Video. Segne ich eure Zimmer, damit eure Zimmer sicher sind vor beweglichen Spielzeugen. Es sei denn, ihr wollt es haben, dann lasst kein Like da. Aber hier, lasst einen Daumen nach oben da und eure Spielzeuge werden sicher sein. Und lasst ein Abo da, nur dann funktioniert das Ganze. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Kanal glocken. Glockt den Kanal, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Heidi ist raus und rein und ciao.